The birth of the Capsulea. A sacred act. Immutable and profound. Mind and machine merged. Flesh fused with power beyond mortal limits. United with destiny, a ship and its heart. They are one. Uncharted void. A galaxy where power and wealth spur humankind. Where four great empires see the fractured renaissance of man. Wielding vast fleets, they carve their ideologies into the stars. Heroism and treachery of Capsuleers is woven into the fabric of New Eden. A story of industry, exploration, and conquest. However you choose to forge your destiny, do so with heart. New Eden is yours to shape. This is where your legend begins. Ja, liebe Leute, willkommen zu EVE Online. Das ist, also ich hatte vor eigentlich mal sehen zu machen. Also ich spiele das Spiel schon seit 2008. Das ist eine ganze Menge an Zeit und habe jetzt vor einem reichlichen Jahr habe ich dann damit aufgehört. Und jetzt habe ich das bei Steam gesehen, dass es da auch das gibt und mir das mal angeschaut. Das kostet nichts. Wobei das nicht stimmt. Also bei Steam kostet es nichts, aber man hat nur eine abgespeckte Version. Also wenn man das Ding jetzt richtig spielen will, hat man einen monatlichen Betrag zu bezahlen. Der war damals, ich weiß es nicht mehr so, irgendwie 12 Euro im Monat. Kann man ja mal hochskalieren. Naja, egal. Auf jeden Fall, es wird nicht mal angekratzt werden, sag ich mal, von dem Spiel, weil es dermaßen komplex und umfangreich. Ja, am besten ein Avatar habe ich jetzt schon mal erstellt mir, nochmal einen neuen. Wir starten einfach mal und dann versuchen wir mal so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen. Verbinde. So, jetzt sind wir drin. Ich habe. It should come as no surprise that a pirate colony can be a dangerous place to enter alone. Might I suggest an upgrade to your vessel? You have been issued a repair module you can fit on your ship. Alles klar. Also ich habe das im Prinzip angefangen und habe mir einen Account, den kriegt man ja, der hat man von Steam, dann habe ich mir einen Avatar erstellt und dann startet man in so einer Startmission, sage ich mal, das gab es früher alles nicht. Und da habe ich mich dann aber wieder ausgeloggt und bin wahrscheinlich irgendwie abgeschossen worden. Und deswegen bin ich jetzt auch schon in einer Station, das wundert mich, aber das ist wahrscheinlich so. Ja, wie gesagt, also seit 2008, vor einem Jahr, anderthalb Jahren habe ich damit aufgehört. Also ich muss sagen, da gibt es vielleicht jetzt auch viele neue Sachen, keine Ahnung. Schließen. Es ist ein, ich würde mal sagen, ein reines, oder mal, ich check mal kurz, alles klar. Anwenden. Es ist ein reines Multiplayer-Spiel. Wobei das nicht hundertprozentig stimmt. Man kann auch
als Singleplayer hier drin rumfliegen. Man kommt nur nicht weit. Man kommt nicht sehr weit. Es dauert alles ewig und das Beste ist, wenn man sich eine Koop sucht oder eine Koop aufmacht mit Leuten zusammen und dann eben zusammen Missionen fliegt etc. Und wenn man noch mehr erreichen will, dann sollte man eine Riesenkoop sich zulegen oder sich dazu stoßen, die dann auch in einer Riesenallianz ist, weil es gibt Highsec, Lowsec und 0-0 Gebiete. Im Highsec, da gibt es sogar eine Polizei, Concorde, die halt, wenn man einer Mist macht, kommt sie an und schießt ihn ab, also das Raumschiff. Klappt mehr oder weniger gut damals bei mir. Im Lowsec kommt sie auch, aber relativ spät. Also wenn man coole Schiffe hat und schnell ist, dann kann man da einfach abhauen. Und im 0-0, da gibt es nichts. Da ist wirklich nur, also da ist alles frei. Da kannst du alles machen. Alles kannst du machen. Und mit dir kann auch alles gemacht werden. So, also, wir können ja mal durchgehen. Es ist, ich weiß ehrlich gesagt bei den Spielen gar nicht, wo man da anfangen soll. Also ich habe hier, das ist das Hauptmenü, also es gibt auch einen richtigen Wirtschaftszweig, also handeln und kaufen und verkaufen und produzieren, das sind auch Sachen, das dauert ewig, wenn man da gute Sachen produzieren will. Das schafft man, wie gesagt, auch nur mit vielen Leuten. Inventar, ich habe jetzt, glaube ich, gar nichts drin, ich habe jetzt hier... Now you should upgrade your ship. By fitting the repair module to it. Alles klar, das habe ich wahrscheinlich gekriegt, alles. So. Ja, was auch noch, weil ich das hier sehe, Plex-Tresor. Was man machen kann hier in dem Spiel. Also ich hatte ja gesagt, das kostet Geld, monatliche Gebühren bezahlt man. Es besteht aber die Möglichkeit, mit erwirtschafteten Ingame-Geld sich diese Plexe zu kaufen und seine Spielzeit zu verlängern. Sprich, also wenn man das ordentlich macht und auch viele Leute vielleicht sind, dann kriegt man das hin, dass man kein Geld bezahlt. Und die Steigerung des Ganzen ist dann auch noch, wenn man, das ist zwar, ich glaube, es ist verboten, aber wenn man das ordentlich macht, dann kann man, wenn man viele Plexe hat, kann man die auch an andere Spieler verkaufen. Sodass man eigentlich, was wie gesagt verboten ist, das Ingame-Geld nach draußen transferieren kann in hartes Geld. Also, aber da braucht man, entweder man hat da Allianzen, die für ihn schuften, Leute, die für ihn arbeiten, aber es ist machbar, aber es wird verfolgt von den Spielentwicklern hier. Ja, genau, das ist das. Ich habe jetzt ein Schiff, das ist die Imperial. Also ich bin Amar. Ich bin immer Amar. Ich bin seit Anfang an Amar. Da gab es ja die, am Anfang wurde ja vielleicht gesagt oder wurde gesehen, Kaldari, Minmatar und Amar. Und das vierte, das weiß ich schon mal nicht. Das interessiert mich eigentlich auch nicht. Minmatar, Amar und Ausrüsten war das. Genau. Ah ja, das war das Menü. Genau, das ist nach wie vor gleich. Schiff simulieren. Ja, vielleicht muss ich mich damit mal wieder beschäftigen. Vielleicht muss ich mal meinen alten Account aktivieren. Ich meine, da war ich bis zum Titan war ich ran. Den hatte ich dann, das dauert dann auch ewig. Also man hat auch einen Skillbaum. Gehen wir hier kurz auf meine Charakterübersicht. Genau. So. Den kann ich mich anschauen. Das ist jetzt ein bisschen anders. Das kenne ich jetzt nicht so sehr. Skills, Charakter wahrscheinlich. Ja, Klon hat man. Man hat Sprungklone. Andere Klone, die kann man dann auch upgraden. Also, wie gesagt, ich muss das auch erstmal hier mir anschauen. Biografie. Skills, das sind die verschiedenen Sachen. Charakter. Ich dachte irgendwie, man kann die mal insgesamt sehen. Kann man bestimmt auch, ich weiß es bloß nicht. Interaktion.
Ansehen. Notendienste. Lackierung. Ja, man kann dann sein Schiff ohne Ende verbessern. Das sind die Attribute, die man hat. Die kann man dann auch verbessern. Es gibt auch bestimmte Sachen, die man haben muss, um überhaupt bestimmte Schiffe fliegen zu können. Also das greift alles ineinander ein. Das ist mein aktueller Klon. Aha. Okay, also wie gesagt, es gibt auch Beschränkungen jetzt mit diesem Steam-Account. Mal sehen, ob wir das hier sehen. Schließen. Schiffshangar, da habe ich jetzt nur das Schiff. Gegenstandshangar, da habe ich Feuerwerk, okay. Und irgendein Kapselskin. Gut. Gehen wir nochmal durch, weil ich wollte nochmal schauen, was. Und zwar Nachrichten, Ausrüstung, das war das mit dem Schiff. Genau. Simulationsmodus betreten, das hat man gerade. Das ist der regionale Markt. Ja, das ist was krasses. Wenn wir jetzt mal sagen, okay. Warte mal, was hatte ich denn? Genau, nehmen wir mal einen Armar Carrier. Achso, das sind die Skills jetzt. Kosten 500 Millionen ISK. Die brauchst du, um überhaupt so einen Carrier fliegen zu können. So. Alter, ich weiß nichts mehr. Ich muss mich erst wieder reinfuchsen. Skills will ich eigentlich nicht. Ich will... Gibt es denn nicht Schiffe? Hier gibt es doch Schiffe, genau. Bergbaubarkassen. Ausgrabungsschiffe. Aha, die kann ich also gar nicht. Kann ich die wenigstens anzeigen mal hier? Das ist ja blöd. Das ist wahrscheinlich diese Behinderung jetzt hier von diesem kostenlosen Account. Standardfregatte. Genau, die kann ich. Okay, bis dahin komme ich wahrscheinlich. Das ist dann das Raumschiff, mit dem er dann rumfliegt. Ich wollte nämlich mal mir die großen Sachen anschauen hier. Mein Lieblingsschlachtschiff war dann Standardschlachtschiff. Achso, okay. Gibt's ja gar nicht. Wieso gibt's die nicht hier? Hier unten war doch immer ein Haken, wo man sagt, okay, egal, aber man kann die sich wenigstens anschauen. Regionaler Markt, das ist wahrscheinlich hier Highsec. Da gibt's nix. Nix gibt's da hier. Nix. Muss mich aufwerten. Okay, na gut. Das ist wahrscheinlich ein bisschen beschränkt von den Sachen Industrie, Forschung, Kooperation, Flotte, Map. Wir können ja nochmal auf die Map schauen. Da, das ist hier... Scrollen wir raus. Also alles, was wir hier sehen, alles. Also wenn wir hier, das sind alles Sonnensysteme. Wenn wir mal reinscrollen, geht das? Hallo? Achso, andersrum die Maus. Also das sind Sonnensysteme alles, die verbunden sind. Wir sind jetzt hier in dem Sonnensystem und dieses Sonnensystem besteht dann wieder aus der Sonne und dann vielen Planeten und Stationen um den Planeten herum. Und verschiedenen Monden und Asteroidenfeldern, wo man dann minern kann und sonstige Sachen. Man kann dann auch irgendwann eigene Stationen aufbauen und hinstellen und Monde farmen und Industrie aufbauen. Also es ist, wie gesagt, es ist Wahnsinn, umfangreich. Und das alles ist hier, ja, das sind alles irgendwelche Sonnensysteme. Alles, jeder Punkt.
Und dann irgendwann gibt es dann halt die roten Sachen, das ist dann der Sicherheitsstatus. Das heißt, da kann es sein, dass zum Beispiel eine bestimmte Fraktion oder eine Allianz, das sind ja meistens Allianzen von mehreren Fraktionen, die haben dann halt hier die Sonnensysteme gehören denen und dann gibt es Krieg um verschiedene Ressourcen, um Systeme, wie auch immer geartet. Und wenn man durchfliegt oder so, dann lebt man meistens nicht lange, dann wird man meistens prophylaktisch abgeschossen als Neut, also als Neutraler. Hast du sowieso schlechte Karten. Andererseits weiß man auch als Einheimischer nie, wenn jetzt ein Neut reinkommt ins System, dann ist man immer vorsichtig, dann geht man immer auf den Safe Point. Naja, gut, das sind jetzt Details, die versteht wahrscheinlich eh keiner, der das nie mal gespielt hat. Weil es sein kann, dass dann irgendwie irgendwo eine große Flotte lauert und dann wird ein Sino aufgerissen und dann kannst du reinwurpen, also du kannst dann springen. Okay, das geht jetzt zu weit. Das lasse ich jetzt erstmal. Gut, das ist die Map. Schiffsbaum, ja, das ist nochmal okay. Das finde ich wichtig. Und das macht mir ja klein, das braucht man jetzt nicht. Schiffsbaum. Ich hoffe natürlich, dass man sich den angucken kann. Also wie gesagt, meine Lieblingsrasse, die ich immer mache, die ich seit 2008 habe, das ist Armor. Und die, ach so, okay. Omega sind die Dinge, die man jetzt mit dem Steam-Account nicht spielen kann. Also man kann echt nur bis hierher ein Shuttle. Naja, das ist. Dann eine Fregatte und dann ist Schluss. Ein Zerstörer vielleicht noch, ein Kreuzer, aber dann ist schon Schluss. Schade. Die Maladie ist eigentlich auch gut. Wobei ich hatte die Omen dann mehr genommen. Und hier war dann die Prophecy. Die war cool. Die war cool. Das war ein Sniper. Das war hier oben. Die hatte ich nicht genommen. Logistik. Den hatte ich mich auch wenig beschäftigt. Die hier, taktischer Zerstörer. Der war okay. Und dann hatte ich noch, welcher war hier noch? Hier, strategischer Kreuzer. Der war geil, weil der hatte den Vorteil. Oder andersrum. Wenn es jetzt, also wenn man jetzt in Gefechten ist, dann, man hat meistens investiert in seinen Klonen, in sein Schiff und so weiter. Dann will man, wenn es schlecht läuft, flüchten. So, und da gibt es die Möglichkeit, ein Warp-Feld, also ein Anti-Warp-Feld aufzubauen. Ich weiß jetzt gar nicht auf die Schnelle, wie das Ding heißt. Also so, dass man nicht warpen kann. Weil dann ist man schnell. Wenn man jetzt nur fliegt normal, dann hat man nur irgendwie x Meter pro Sekunde. Da kommt man nicht weg, da wird man abgeschossen. Und das kann man so einbauen, dass dieses Legion-Dings immun dagegen ist. Das hat den gleichen Vorteil andersrum, wenn man jetzt, sage ich mal, durchs 0-0 fliegen will. Durch den Raum, dann sind die Sonnensysteme sind über Sprungtore verbunden. So, und das Coole ist, man springt auf der einen Seite, aktiviert man das Sprungtor, und auf der anderen Seite weiß man nicht, was ist. Also es kann alles sein. Es kann nichts sein, dann hat man Glück, oder es kann jemand campen oder viele campen. Und was gemacht wird, sind dann, man verbabbelt das Ganze. Geht auf der anderen Seite, so dass, wenn man dann irgendwo drüben landet, sich materialisiert, kann man in so einer Bubble hängen bleiben und man kann nicht wegwerben und dann ist man Opfer. Also damit muss man immer rechnen. So, und den strategischen Kreuzer kann man so ausrichten, aus erweitern, dass den das alles interessiert. Das war so damals mein Schiff, mit dem ich da rumgeflogen bin, optimiert. Na gut, das sind so Details, da könnte man jetzt stundenlang sich unterhalten. Ja, das ist schade, das ist echt schade. Kann man den wenigstens anschauen mal? Der ist auch modular aufgebaut, da kann man sich den anschauen, das wäre cool. Ja. Genau, so sieht er aus. Und wenn man den modular sich anpasst, dann verändert er auch die Form. So, mal zu und dann können wir mal noch hintergehen. Das sind dann die Kommandoschiffe, die sind auch nicht schlecht. Das Ding hatte ich und dann, ja, das Schlachtschiff. Die Apokalypse, nee, das war mein Lieblingsschiff, der Abaddon.
Die war gut. Also Amar, es gibt auch verschiedene Schwerpunkte. Also man hat Schild, man hat Panzerung und man hat Hülle. So, gehst du auf? Ach so, hier. Und Amar war Panzerschiff. Also Schild kaum und dafür aber dicke Panzerung. Und Laserwaffen. War optimiert. Und Kaldari war, glaube ich, Schild. Min Matar. Ach, Galente. Galente hieß es. Ja, Galente waren es. Das waren die vier Rassen. Ja, das sieht schon irgendwie cool aus. Gut. Da haben wir mal hier reingescrollt. Ja, genau. Das war ein Sprungkreuzer. Und ein Dreadnought. Das war auch geil. Trägerschiff. Ist das ein neues Trägerschiff? Die Archon, die hatte ich. Die hatte ich nicht. Das ist das Neue. Aha. Also das ist dann wie so eine Raumstation, quasi eine fliegende. Cool, ich muss das wahrscheinlich wieder mal machen. Man hat ein riesen Geschütze dran. Belagerungsgeschütze kann man dran bauen, bei manchen. Und dann kann man in Belagerungsmodus gehen und dann kriegt man irgendwie kleiner 200 oder 300% Schaden drauf und das ist halt der Titan. So, lade bitte. Lade, los, ich will dich nochmal sehen. Schafft er das oder darf ich den nicht sehen jetzt hier, weil ich... Hallo? Alter, echt? Benutzung, ja, will ich nicht. Ich will mir nochmal anschauen. Na gut. Ja, das war Amar. Dann eben nicht. Es ist schon echt beschränkt. Also jetzt von der Art hier, von der... Ja, die Marauders, die waren cool. Oder sind cool. Und da... Das waren die Kaldari-Schiffe. Die sahen halt eckiger aus. Und mal ranzoomen. Na komm. Dann hat man die Galente. Also ein bisschen auch rund gelutscht. Vom Grunddesign, da muss ich mal schauen. Wir haben alle ein neues Trägerschiff gekriegt, hä? Sind das von Kaldari? Also die bestimmt irgendwie. Also ich fand die immer. Kaldari fand ich irgendwie nicht so dolle. Also vom. Ist Geschmackssache natürlich. Reine Geschmackssache. Kriegt, kann man das mal angucken? Ah ja, das kommt. Was soll das? Warum die hier den anderen? Na gut. Halt ein eckiger Style. So, dann hat man noch Min Matar. Und dann noch, ach, das sind die Industrieschiffe. Dann haben wir die Piratenschiffe. Die kann man sich auch kaufen. Genau, das war hier ein fetter Träger. Na gut, das ist, ja, wie gesagt, alles massivst umfangreich. Also wir haben hier, was haben wir jetzt hier dran? Wir haben jetzt hier Bergbaulaser ist das. Und dann haben wir hier oben, haben wir so einen Laser. So, haben wir jetzt noch irgendwas, was wir brauchen? Mein persönlicher Besitz, da dürfte 0 sein, ISK. Der ist auch gering, also man ist am Anfang hat man noch 70.000 und man verdient dann wahrscheinlich so mal 50.000 und mal 10.000, dann später geht das Millionen und irgendwann hat man Milliarden. Weil aber auch so die Schiffe, die kosten dann einfach so viel. Gut, ich würde sagen, wir fliegen nochmal raus, ne? Einfach mal sehen, was es so gibt. Mal sehen, ich meine, wir sind jetzt im HiSec 1.0er Sicherheitsstatus. Da dürfte eigentlich jetzt erstmal nicht viel passieren. Ich muss gleich mal schauen, wie das jetzt funktioniert. Ob sich da irgendwas geändert hat. Also früher gab es doch auch noch die Möglichkeit. Da konnte man doch irgendwo auf Station gehen. Man konnte wechseln. Ach, das war, glaube ich, die andere Seite, oder? Kapitänsquartier besuchen. Genau, abdocken. Gäste haben wir jetzt 11. Also das sind alles Leute. Das sind alles Personen irgendwelcher Art. So wie du und ich, die hier, ich müsste da mal schauen, genau, vielleicht kenne ich noch welche von früher. Ja, das werde ich mal machen.
sind die Büros von den Kooperationen zum Beispiel, wo da kann man sich dann bewerben. Das ist mein Hangar, da habe ich jetzt bloß dieses Hilfsschiff drin. So, ich gehe mal ins Kapitänsquartier. Das war auch so ein Ding. Das war damals, ging das, das ist schon eine ganze Weile her, da war die Überlegung, dass man dann mit seinem Avatar auf Station laufen kann. Also das ist jetzt mein Avatar, das bin ich. Zumindest irgendwie, die Grafik sieht ja komisch aus. Was habe ich denn im Gesicht? Irgendwas klappt hier nicht. Ich sehe da nicht so aus. Ich habe mir rote Haare gegeben. Kann ich laufen wenigstens? Ausrüsten, Schiff, Thronhanger? Naja, da muss ich mal wahrscheinlich... Komisch. Ich habe doch alles high gesetzt eigentlich. Mal gucken. Grafik, Anzeige, Grafik. Vollbild. Hoch, hoch, hoch. Alles hoch, oder? Deaktiviert, Anti... Ist das deaktiviert? Hoch, ist das hoch? Oder ja, das ist alles höchste. Komisch. Einstellung optimieren. Na gut, schließen wir erstmal. So, da konnte man, also genau, also die Idee war mal, dass man mit seinem Avatar andocken kann und dann halt auf der Station sich mit anderen treffen kann. So war mal eine Idee. Ich glaube, das ist aber, ist das schon ewig her, also Jahre her, würde ich sagen. Jahre her. Und hier konnte man nichts weiter machen. Das hat sich nicht geändert. Und das Spiegelbild, gibt es das Spiegelbild? Oh, das Spiegelbild gibt's. Das gab es früher auch nicht. Da stand man davor und dann war leer. Charakteranpassung. Aha, geht das? Neu anpassen. Ja, machen wir mal. Gucken wir uns mal an. Also das ist nämlich auch was Umfangreiches, was aber nicht gebraucht wird. Genau, das ist mein Charakter. Den habe ich mir erstellt. Halblang, rote Haare. Sehen wir eigentlich normal aus? So sehen wir aus. Kann man sich dann seinen Charakter erstellen. Und dann hier verschiedene Sachen. Kleidung, Augenfarbe. Man kann sich hier... tummeln. Also das ist Wahnsinn. Genau. Ja, also das ist wahrscheinlich, wird es nie werden, dass man hier irgendwie sich dann treffen kann. Aber ist schade. Ich fand das eigentlich eine coole Sache. Aber ja, so ist es. Gut, dann machen wir weiter. Kommt man wieder raus hier ohne irgendwelche Probleme? Ich glaube, oder? Weiter, wenn ich weitermache. Oder fertig? Bin ich fertig? Muss ich hier irgendwas machen noch? Kann ich Escape machen? Weil ich will jetzt eigentlich nichts ändern hier. Nee, geht nicht. Geht nicht. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Porträt. Anpassen will ich nicht. Das bleibt alles so. Kleidung an- und ausziehen. Nein. Man soll mich sehen. Also machen wir weiter. Fertig. Muss ich wahrscheinlich okay machen. Ja, mache ich okay. Alles klar. Gut. Wir wollten nochmal rausfliegen. Wir wollten nochmal rausfliegen, dass wir das wenigstens gesehen haben. Wie gesagt, das ist massivst. Ja, ich... Ja, ist... Ach jetzt ist die Grafik besser. Okay, wahrscheinlich muss ich das mal machen. Aktivieren, weil jetzt sehen wir halt ordentlich aus. Ich meine, so finde ich die Animation eigentlich cool. Also da haben sie sich wirklich, ins Zeug gelegt hier, so mit den Avatar, aber leider irgendwie. Naja, schade, da könnte man hier auf Station rumgehen und dann könnte man zusammen Kaffee trinken gehen und dann könnte man zusammen ins Raumschiff gehen oder in die Koje. Wie man will. Hier oben ist das Raumschiff, was wir vorhin gesehen haben. So. Docke ich an, wahrscheinlich gleich hier. War es irgendwie dunkel? Es war irgendwie, bilde ich mir ein, es war heller. Können wir hier Licht anmachen? Wahrscheinlich nicht. So. Ausrüsten, Schiff. Thronhangar. Schiffshangar betreten. So, also jetzt sind wir wieder im Schiff quasi.
in der Kapsel, weil wir sind ja Kapselpiloten und jetzt docken wir mal ab. Das machen wir mal noch. So, da sind wir draußen. Ja, genau, so war das. Ach ja, das runde Menü, alles klar. Und wie war das jetzt? Alter, ich weiß das gar nicht mehr. Doch, okay, also so mit der Maus schaut man sich um. Kann man ranzoomen. Kann man sich hier ein Schiff anschauen. Der Musik lauschen. Dann hat man hier unten sein Rad. Also hier sein Navigationsding. Hier sind die Waffen. Hier ist der Superantrieb. Und dann kann man hier rauszoomen, dann kann man hier weiter rauszoomen und dann kann man hier noch weiter rauszoomen. Und dann kann man sich hier drehen im Weltall. Und dann kann man noch weiter rauszoomen. Da flog jemand weg. Das werden wir auch mal machen. Wir werden mal Folgendes machen. Das Problem ist jetzt nur, wohin fliegt man? Wohin fliegt man? Das ist die Frage. Wir könnten natürlich mal zu so einem Warp-Tor fliegen, oder? Stargate, genau. Wir fliegen einfach mal hin. Rechtsklick innerhalb von 0 warpen. Oder wir warpen mal innerhalb von... Wir warpen mal innerhalb von 0. Warp-Antrieb aktiv. Da hinten ist es. Und los geht's. So klein sind wir. Ach, eine Anomalie da hinten. Da sollte ich wahrscheinlich nicht hinfliegen. In diesem Schiff, was eigentlich kein Schiff ist. Okay. Ist es. Zoom mal ein bisschen raus. Wir lungern noch andere. Das blaue ist Concorde, wenn wir drüber halten. Ja, genau. Und jetzt können wir das anvisieren und springen. Wir können jetzt springen. Wollen wir springen? Wir springen mal. So, jetzt habe ich natürlich hier überhaupt nichts aktiv, weil eigentlich müsste ich mir hier eine Karte irgendwo noch hinlegen, dass ich weiß, was als nächstes, was das für ein System ist. Also man hat dann hier verschiedene Fenster, weil ich weiß jetzt nicht, was das für ein Sicherheitsstatus hat. Das ist 0,9. Das ist okay. So, wir sind drüben und dann sind wir erstmal getarnt. Das heißt, wir können auch nie erscannt werden und gesehen werden und aufgeschaltet werden und vernichtet werden. Das geht nicht. Oben haben wir so einen Timer. Ja, eine ganze Minute ist das okay. Erst wenn ich mich bewege. So, und jetzt ist natürlich, das ist natürlich auch wichtig, sich das einzurichten, aber weil hier hat man dann natürlich Rechtsklick in Raum machen, dann haben wir Asteroidengürtel. Wir können natürlich mal schauen. Komm, wir schauen mal zum Asteroidengürtel. Station, Sternentore. Ja, Planeten kann man auch mal fliegen. Wir fliegen erstmal innerhalb von 0. Ach klar, mal sehen, ob Piraten dort sind. Dann hauen wir natürlich gleich wieder ab, weil mit dem Schiff ist, da hat man keine Chance. Ja, dann gibt es Missionen, dann gibt es Agenten im Weltraum. Da geht man hin und holt sich dann Missionen. Und die guten Agenten, die sind da im Losec und im... Ach, das ist im 00. Da kriegt man dann für Missionen, kriegt man dann richtig Kohle, richtig Asche. Das hier ist Pillepalle im Moment. Aber gut. So, mal sehen. Ja, genau. Alter. Das sieht auch anders aus. Das war noch alles grob. Bei mir. Das waren runde Klötze, also runde Kugeln zum Teil. Das ist natürlich. Gehen wir mal raus. Genau. Alter. Ja, was ich da für Zeit versenkt habe, ey. Wahnsinn. Okay. Gucken wir mal zum Observatorium. Hm? Klar, machen wir mal. Sehen, was da passiert, ob da irgendwas ist. Wobei hier dürfte, glaube ich, noch nichts groß sein.
Ja, hier oben meldet sich. Ich habe keinen Skill drin, also man muss dann auch immer seinen Skillbaum pflegen, dass man da die Zeit effektiv nutzt. Was war das Projekt? Achso. Ach, ich wollte mal zum Mond fliegen, weil da kann man nämlich Sachen abbauen. Muss ich nochmal das reinkriegen. Hier, das ist jetzt die Raumstation. Da ist jetzt aber nichts weiter zu sehen. Das ist hier. Findet man auch kaum was. Chatkanäle, achso, das ist da unten, das ist ja. Kooperation. Man ist von Anfang an in irgendeiner Kooperation, wo alle reingewürfelt werden. Das ist okay. So, was ist das? Gestern Außenposten. Mal schauen. So, was haben wir dann noch hier? Inventar. Zubehör, Taschenrechner, von der Wirtschaft, Verträge, ah ja, genau, Industrie war es. Was war dann noch? Kopfgeld, Fraktionskriege, Agentensuche, das ist wichtig. Planetare Kolonien, das ist es, genau. Ich glaube, das war's. Oh, oh, rot, rot, rot ist schlecht, rot ist schlecht. So, also erstmal loslaufen. Was habe ich für eine Reichweite? Das wird jetzt noch nichts. 4000 Meter. Optimale Reichweite, Schaden pro Sekunde 5. Was sind das eigentlich? Das sind schon, die sind schon besser. Jetzt wäre ich aufgeschaltet. Okay. Ja, wir probieren es mal. Umkreisen in 2 Meter, oh je. So, man kann natürlich mit Geschwindigkeit, kann man natürlich den Geschützen, also den Schüssen ausweichen. So, ich bin natürlich, was habe ich für eine Reichweite? So, dann mache ich mal lieber Geschwindigkeit an. Da bin ich ein bisschen schneller, der ist natürlich scheiße hier. Abschalten. Sieht es bei mir aus? Geht. Oben nehmen wir den. Was habe ich? Mal sehen, ob es überhaupt lohnt. Wenn ich, ob ich überhaupt treffe. Ich bin 12 Kilometer. Das, oh je, oh je, oh je. Das wird nix. Das wird nix. Naja, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Oben. Oben, komm, Hülle. Oben, oben, oben. Okay. Ja, das war ein Hilfsschiff. Schiff. Your ship has been destroyed and your capsule ejected. Genau. This happens to every capsuleer sooner or later. To recover from this unfortunate incident, you can obtain a ship from your station. Also, das war jetzt ja, ja, ich weiß das, ich kenne das da alles. When you have docked at the station, ah, okay. I will take you through reshipping and refitting. Das war jetzt fahrlässig, weil das war nur, ich glaube, das war nicht mal ein Hilfsschiff, also es war nicht mal ein Kampfschiff, das war nur so ein sinnloses Ding. Insofern haben wir das auch mal gesehen. Mach mal. Ich kann einen Wegpunkt nicht zweimal an dieselbe Stelle setzen. Ja, ist okay. Mach einfach los. Warp-Antrieb. So, ich bin jetzt nämlich in der Kapsel drinne. So, wenn man in der Kapsel drinne ist, wenn man es geschafft hat, in der Kapsel zu flüchten, dann ist das noch okay. Dann ist das nicht so schlimm, weil ein Schiff kann man immer wieder kaufen. Die Schiffe sind auch meistens nicht so teuer. Was teuer ist, das wären dann später Implantate und so weiter und Klone vor allen Dingen. Und wenn man den einbüßt, also wenn man jetzt, ich könnte natürlich mal Folgendes machen. Ich könnte natürlich mal mich sprengen. Oder? Ach nee, ich stock jetzt an und dann ist erstmal gut. Ich habe noch so viele Ideen, was ich alles machen kann jetzt. Wahnsinn. So, jetzt habe ich kein Schiff. Jetzt kriege ich wieder so ein Hilfsschiff. Und das war's. Gut, liebe Leute. Andockerlaubnis erteilt. Dann kommen wir rein. Da habe ich wieder dieses komische Schiff. Dieses 10.800 ISK. Ich glaube, das kann man nicht mehr verwerten. Da kriegt man nichts mehr wieder.
So, das bin ich. Das war's. Ihr wisst Bescheid. Ja. Das war mal ein Kratzen an der Oberfläche von EVE Online. Ich denke, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin.